So, liebe Leute, weiter geht's mit der Suche nach den Demi Geysers. Ich hoffe, dass wir jetzt nur noch drei haben. Rein theoretisch müssten es jetzt noch drei sein. Hier in dem Dorf befindet sich noch eins. Schnappen wir uns mal einen Apfel. Ich glaube, sonst haben wir alles in dem Haus hier, ne? Ja, wir suchen immer noch die. Noch weitere Demi. Das wird hier nicht rein. Nö. Scheinbar. Sie sind aber wirklich dreist. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Geh mal hier rein. So, hier haben wir einen Brief gefunden. Hier ist eine Truhe. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nichts. Gut. Entschuldigung, wenn ich immer mal wieder Häuser, die waren wir schon, mal Häuser doppelt und dreifach durchgucken, weil ich nicht immer zu 100% weiß, wie viele. Ob er wohl einsam ist? Wie viele Häuser ich schon gesucht habe, wie viele Häuser ich schon abgeklappert habe, oder welche vor allen Dingen. Jetzt muss ich gucken, wo befindet sich der eine Demi Geys? Welchem Haus? Ist denn schon? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Weil hier ist nämlich ein Schloss vor. Und das ist meistens ein Zeichen. Hier sind nämlich Nüsse. Wenn ich eins mittlerweile gelernt habe, guckt euch die Ecken genauestens an. Ist doch nicht wahr, oder? So viel ist es doch. Ist es echt nichts? Ein Schloss für nichts? Ja, da höchstens doch, aber. Nix? Für gar nichts? Sieht interessant aus. Ja. Hier war ich, glaube ich, schon. Hier war ich auch schon. Aber hier befindet sich mindestens ein. Warte mal.
Hier befindet sich auf jeden Fall noch eine Demigai-Statue. Sagt zumindest die Karte. Tagebucheintrag. Okay. Laut dem gut, den müsste mit dem Dings war ich schon hier, ne? Oh, warte mal. Ein seltsamer Brief von Lauren an Harriet. Oder Lauren an Harriet. Wenn man es Englisch ausspricht. Habe ich jetzt 10 oder 11? Ein Schloss. Wie gesagt, Schloss ist immer eine gute. Puh, was war drin? Also, hab dich. What the fuck? Achso, ich dachte schon, was ist das wieder für eine Nummer? Ja, man sollte nicht immer alles essen, was so hier rumkreucht und fleucht und so, ne? Oh, diese Truhe. Ich hab natürlich wieder alles voll. Geil. So, damit haben wir das Thema auch. Reisen wir nach Craycroft und wollen uns immer 12 holen. Dann hätten wir sie fast alle.
Wir machen mal ganz kurz eben eine Wartezeit. Vor allem macht das ja überhaupt gut. Das Ding spielt vor Harry Potter. Die wissen nicht, was ein Tod ist. Heißt. Hallo, Homura. Ja, komm. Klar, sind natürlich nicht alle immer gleich zu finden, gerade weil es jetzt wie gesagt die letzten sind, die noch unterwegs sind, die ich auch noch explizit suchen werde. Ich denke, ich werde nicht mehr alle suchen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen macht ja, ist es ja total toll hier, während seine Kinder da oben sitzen und gelesen lesen, dass hier irgendwie einfach mal ein fremder Mann rein. Nee. Hallo, Homura. So, dann machen wir das Schloss auf. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Oha, geh doch hoch. Vor allen Dingen gibt es einfach mal Möbel oder so. Nein. Entschuldigung. Nein, die Merlin ist daneben. Du gehörst mir, Danny Geiss. Hä? Wo? Ist der oben? Ja. So, ist das der 11. oder jetzt oder 12.? Es müsste jetzt aber eigentlich nochmal 12 sein, oder? Wenn ich es richtig mitgezählt habe. Ja. So, liebe Leute, ein einziger Demi-Geist fehlt uns noch und dann können wir die nächste Aufgabe abschließen. Oder hat der schon... Hat er schon mehr gekriegt? Das ist natürlich die große Frage. So. Oder hat er schon alles?
2 von 10. Fehlt uns eigentlich nur eine. Ich kann ja mal gucken, ob ich tatsächlich schon was mehr aufgegeben habe, als ich eigentlich wollte. Nee, 0 von 13. Uns fehlt noch eine. Uns fehlt noch eine. So, Karte von Hogwarts. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, wo sie sein könnte. So. Ich hoffe, ich finde sie jetzt. Ich habe jetzt mal spontan eine ausgewählt. Wir müssen den Hogwarts einfach für eine finden. Dann haben wir 13 mit 12. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Es muss jetzt hier irgendwo eine. Hi Peace. Ist wahrscheinlich nicht richtig. Achso, wo meine Flussflamme? In Richtung Süden. Das könnte die sein. Weil da steht auf Süden eine Tür auf der rechten Seite. Und das könnte die sein. Das wäre dann Nummer 13. Und da ist er. So, jetzt rennen wir kurz mal zu dem Mr. Moon. Ich hoffe, ich muss mal gucken, wo der jetzt sich befindet, hier im Schloss. Hier oben irgendwo. Ja, dann hätten wir alle Aufgaben erledigt und dann geht es in der nächsten Mission sehr wahrscheinlich dann in der nächsten Folge wahrscheinlich dann mit einer Mission endlich mal wieder weiter. Jetzt haben wir ein bisschen Nebenquiz nur gemacht. Wir haben die restlichen Demigeister zusammengesucht. Wir haben die Flurflammen abgearbeitet. Wir haben alle. Wir haben nämlich die Trophäe dafür gekriegt und zwar nur die eine, die ich auch übersehen habe. Ja, und jetzt geht es tatsächlich mal zurück zu Mr. Moon. Wir haben 13 Demigeister. Ich habe euch die jetzt alle in den letzten Folgen gezeigt, wo er sie findet. Und dann
Schauen wir mal. Uns. Dann haben wir nämlich Alohomora 3 und dann haben wir nämlich alle Möglichkeiten, alle Dinger sammeln. Die fehlen nämlich noch einige, aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Und eigentlich hätte ich nicht erwartet, dass wir diese fertig machen. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Alohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Alohomora 3. Wenn Sie Alohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde. Warte auf die Nachricht von Gladwin Moon. Ja, aber das ist jetzt... Egal. Wir haben fast alle Dörfer jetzt frei. Jetzt müssen wir warten auf die Nachricht von dem, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wisst ihr jetzt eigentlich alle? Frage, haben wir die? Okay, wir müssen warten. Also scheinbar müssen wir warten, bis wir da irgendwie die Aufgabe löst. Na gut, ich bin trotzdem raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in diese Höhle rein. Bis dann. Tschüss.